Cup. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8. Natürlich, zu Resident Evil Village. Ich habe mich so ein bisschen heller gemacht, damit man mich ein bisschen besser sieht. Ich mache den Timer an und es geht ab in den Keller oder was auch immer das sein soll. Das Rätsel haben wir ja ziemlich schnell gelöst, zum Glück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch schaffe, aber das war ein guter Cliffhanger für diesen Part. Um mal so ein bisschen gut vorzubereiten, finde ich. Ich fand das richtig gut. So, dann schauen wir uns mal in diesem Keller um. So, das sind die Ziegenköpfe, die ich erwähnt habe, die ihr leider noch nicht gesehen habt. Aber da sind die Wackelköpfe aus Resident Evil. Die sind natürlich zurück. Was passiert, wenn wir alle... Ach du Scheiße! Alle finden können, das weiß ich leider noch nicht. Wahrscheinlich gibt es eine besondere Waffe am Ende des Spiels. Wie in jedem anderen Resident Evil auch. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier durch den Weinkeller komme. So, das ist das Blut oder was ist das hier alles? Ich habe das Gefühl, dass es Blut ist und kein Wein, der hier am Boden überall verteilt ist. Natürlich. Ja, da kommen schon die ganzen Viecher. Das ist geil. Hallo? Steht der mal auf? Wo ist der? Verschwunden. Das ist ja cool. Das war jetzt interessant gemacht. Ja, aber die kommen jetzt. Bin ich mir ganz sicher. Ich wusste es. Okay. 500 gibt er. Wenn er den Schädel verliert, dann gibt es sogar 900. Wo? 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 Und wo? Oh, da kommt er. Scheiße. Ja, warte mal, ich habe das Gefühl, von hinten kommt aber auch einer. Ich höre hier auf jeden Fall was. Da hinten lümmert einer rum. So. Der ist erledigt. Wow! Wow, wo kommst du denn her? Wow. In den Nahkampf sollte ich nicht gehen. So. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Okay, da habe ich wieder 1800. Das ist sehr, sehr geil. Wo muss ich denn lang? Rechts auf jeden Fall. Ne? Das Pistolenmunition, das ist gut. Okay, hier kann ich verschieben. Dass mir keiner in die Quere kommt. Hier ist sonst nichts mehr. Okay, hier muss ich lang. Wo kommen die denn alle her? Dann, das ist geil hier. Boah. Ach, hier kann man auf jeden Fall nicht durchlaufen oder sollte man nicht. So wie ich jetzt gerade unterwegs bin. Oh. Oh, oh, Kristallschicken. Beinahe verpasst. Oh. Ist auch geil, dass die da durch diese Weinregale hier klettern können. Ich finde das geiler, wenn man hier noch ein bisschen die Schussfertigkeiten verbessern könnte. Ich habe das Gefühl, der zieht so ein bisschen ab und zu mal Pistole rüber. Okay, so. Das ist das geil hier, Alter. Diese Atmosphäre. Richtig, richtig gut. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man... dass manch so eine Fackel zu so einem Geheimraum führen könnte. Das wäre doch geil eigentlich. Blindenmunition. Okay. Denn jetzt?
Fahrstuhl. Interessant. Traut. Die sich nicht traut. Ach, die Szene kennen wir doch auch aus dem Trailer. So. Liebe Tier. Nix. Nix. Ja, okay, ein Speicherpunkt. Da gab es Geld. Nicht den Vorhang nicht aufmachen. Ist doch offensichtlich eine Tür hinter. Unnötig. Okay. Cool. Ey, das ist jetzt eine Videosequenz. Geil. Kennen wir aber auch aus einem Trailer. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Ui. Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Hoppla. Uiuiuiui, also ich glaube, die wird ein bisschen heftiger sein als die Tochter, die wir erledigt haben da. Bin auch ziemlich sicher, dass die ganzen Mechaniken ausgeklügelter sind als einfach nur draufballern. Vielleicht müssen wir erstmal ein Fenster zerschießen oder was auch immer. Bin gespannt. So, was steht da? Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeburten meine Geschwister wären. Allein bei dem Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter. Ewiges Leben, also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nichts Besonderes? Ich brauche einen Drink. Mhm. Rose, wo bist du? Hey, Rosie, Baby. Schlossen, es ist immer wieder dasselbe. Okay, von der anderen Seite verschlossen, da bin ich halt. Was? Da. Ah, Lady Dimitrescus Schlüssel. Das heißt, ich kann hier solche Dinger. Da muss ich da hinten hin. Oh, wo war das denn nochmal? Regelt? Ach du Scheiße. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Ach du Was Scheiße. Was wollen Sie von dir? Oh. Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern und jetzt versuchst du auch noch mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen und ich werde dich in Stücke reißen. Ich hab so langsam das Mach Gefühl... Doch. Du kannst mich mal... Ethan Winters ist kein Mensch. Was der hier alles überlebt, Alter. Es überlebt kein Mensch. Wie viele Stockwerke der runterfällt. So, aber Ethan Winters ist auf jeden Fall eine Maschine, die hier alles kurz und klein macht. Wir haben alle keine Chance gegen den. Oh, ich merke gerade, ich habe nur noch 16 Schuss. Die Pistole. Bitte. 1,85 Schuss. Aber ziemlich geradlinig alles. Ich habe eher gedacht, dass das ein bisschen, bisschen open-worldiger wird, dass man hier gezwungen wird zu erkunden, zu gucken, zu forschen. Aber bis jetzt ist es sehr, sehr linear gehalten.
Ich meine, es ist kein schlechtes Spiel. Versteht mich nicht falsch. Ich finde das mega geil. Macht mega Bock. Auch hier die Schusseinlagen. Der bewegt sich viel, viel schneller, agiler als im Teil 7. Und ja, ich finde das Spiel so bis jetzt im Großen und Ganzen sehr, sehr geil. Sehr gelungen. Wobei bei Miranda muss ich immer an den Witz aus Simpsons denken. Lass Miranda, denn sie will ja. Aber das ist ja, das ist nur in meinem Kopf. Alter, was? Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Junge! Eher wirst du zerfleischt, als dass du dein Kind wiedersiehst. Junge! Wie krass war das denn? Kann ich noch ballern? Nein, rechte Hand. Ist ich werde dir zeigen, was es halten, die mich restlos zu beleidigen. Wow. Okay, was? Wow. Zeit zu sterben. Oh, Scheiße. Kann ich auch nicht. Rechte Hand kann ich benutzt werden. Oh, Chemikalie. Oh, jetzt sitze ich hier in der Falle. Oh. Oh nein, ich kann mich auch nicht heilen. Was? Hol dir deine Hand wieder. Kein Zurück mehr. Rechte Hand, was? Oh. Hey, was mache ich denn jetzt? Aha. Alter, ist das geil gemacht. Aber was mache ich mit der Hand? Was? Ich kann mich auch nicht heilen, weil ich meine rechte Hand nicht benutzen kann. Ach scheiße, ich hätte vielleicht doch speichern sollen. Ach du Scheiße. Oh, jetzt ist das auf. Okay. Okay. Oh, Scheiße! What the fuck? Boah, das sieht so krass aus. Die eine Hand ist ab. Die andere hat nur noch drei Finger. Alter. Junge, Junge. Das ist geil. Alter, das, also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier so ein krasser Mist passiert. Junge. Eine Maske. Oh, hätte ich mich da umgucken können? Du kannst nicht davonlaufen! Vor allem kann ich mich erstmal gar nicht wehren. Was zur Hölle? Ich habe keine rechte Hand mehr. Das ist die Lösung für alles. Immer dieses Arzneimittel drüber. Jetzt? Kannst du die wieder benutzen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch dann der Beweis, dass es kein Mensch ist. Ernsthaft? Das ist die Lösung dafür? Scheiß auf dieses Schloss. Oh, komm, Capcom. Das war billig. Richtig, richtig billig. Glaubst doch nicht. Das ist eure Lösung dafür gewesen? Einfach die Hand wieder dran? Das weiß ich nicht, war schlecht. War richtig schlecht. So, Obergeschoss, soll ich mir den, die Halle der Verzückung, soll ich die mir mal angucken? Ich mach das. Ich gehe jetzt mal zu der Halle der Verzückungen. Wo war das denn? War das da hinten? Ne, das war da hinten. Da. Okay, hier war das. Ich gehe mal schnell dahin und guck mir mal die Halle der Verzückungen an. Diese können mich mal die Zombies oder Vampire oder was das auch immer ist. So. War das hier? Genau, da hinten durch. Mal gucken, ob das so... Nein, mein Spielgefährte! Oh, das ist so... Oh, ich glaube nicht, dass Wasser so klug ist. Oh, Scheiße. Komm schon. Ja, aber hier kommt sie, glaube ich, nicht rein. Warum auch immer. Fuck. Ein Silberring? Muss ich mir gleich mal angucken. Da geht's irgendwie weiter. Oh, guckt euch mal an. Die zweite Maske gefunden. Ah, dann war das alles richtig hier. Dass ich hier lang gegangen. Oh. Oh. Okay. Okay, kein Problem. Gehen wir hier durch. Rostige Reste. Okay, aber das ist schon mal nicht schlecht gewesen. So, was kann ich denn noch machen? Ich habe nur noch ein Arzneimittelchen.
Pistolenmunition könnte ich auch herstellen. Das ist das Familienfoto. Achso, das war wahrscheinlich, der Silberring ist wahrscheinlich einfach nur Schatz, den ich gefunden habe. Das sieht so geil aus. Ich liebe es. Also der Style dieses Spiels ist einfach nur gut. Mega gut. Sehr, sehr geil gemacht. Ich war besorgt, meine Schwestern. Oh, Scheiße. Hör auf. Ernsthaft? Oh. Nein, warte, wohin? Oh. Oh. Alter, was? Aus dem Spalt ist kalte Luft rein? Das heißt, ich muss die jetzt hier fertig machen. Abgestanden? Ich finde dich lecker. Boah, Scheiße. Wie ist die denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Oh. Du bist erlischt. Scheiße. Nicht da. Oh, wie gruselig. Wahrscheinlich muss ich da die Rohrbomben machen. Wartet mal. Oh, wie kann ich denn die Rohrbomben auswählen? Ah, ausrüsten. Ja, jetzt kann ich die fertig machen. Du hast die Jagd verdorben. Hol dich der Teufel. Come on. Nein. Unmöglich! Nein! Stirb, Mann! Scheiße! Du bist tot! Nein, du bist tot! Verfluchte Scheiße! Ich wollte mich gerade... Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Weg nur mit dir! Mir! Kranke Hexe! Kranke Hexe! So, kristallner Torso, der zweite. So, zwei Töchter habe ich jetzt platt gemacht. Und jetzt? Wo geht's jetzt lang? Nirgendwo mehr, oder? Alles zu und dicht. Bin ich hier raus? Nee, geht's gar nicht raus. Was soll ich denn jetzt machen? Ja? What the fuck? Gibt's hier irgendwas? Hallo? Ich bin hier voll auf dem Schlauch. Das Gefühl. Muss es doch was geben. Wie komme ich denn hier weiter? Hier? Soll ich den Schrank wieder zurückschieben? Geht nicht. Da oben ist irgendwas. Mich doch. Ne, eine Jagdtrophäe. Ach, jetzt? Echt? Ich musste die Jagdtrophäe aufheben, wenn es hier zurückgeht? Das Sinn? Was soll ich jetzt machen? Ah, ich kann die Dingens. Ach, hier, die Jagdtrophäe kann ich drauf, oder? Nee. Jagdtrophäe. Ah, okay. Ja, natürlich, jetzt kann ich die Jagdtrophäe draufsetzen. So, jetzt kann ich den Tierschädel draufsetzen. Und dann komme ich auch hier raus. Gut, so, das ist die, der Verzückung. Da ist noch was. Was ist denn hier noch? Schon mal nix. Ja, auch auflassen eigentlich. Und ich weiß, dass das untersucht ist. Ja, was ist denn hier noch? Noch gar nichts mehr. Hier, der Brunnen oder was? Ah, ich habe keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Egal. So, wo geht's jetzt lang? Geradeaus? Geradeaus in den Hof, würde ich sagen. Oh, Scheiße! Wasch! Fremde Ekel mich an! Scheiße!
Oh fuck! Im Ernst? Oh oh, die steht auch da. Ah, das ist ja wie bei hier Mr. X. Resident Evil 2 und Mr. X. Die läuft jetzt da rum, oder was? Aber checkt die, dass ich ihre Tochter getötet habe? Boah. Das hört sich so an, als wäre die da, ey. Durch die Tür gekommen. Auf jeden Fall lungert die da rum. Musik ist nicht umsonst so. Crazy, lauf! Lauf, 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 lauf. Zum Glück sind die langsam. Lauf, Schlampe, lauf! Ey, so. Oh, scheiße, schon wieder 20 Minuten und eigentlich. Oh! Ey. Wow, was ist denn hier los? Warum sind denn hier so viele? Boah, ich habe nur noch 13 Schuss. Oh, was? Shit. Drei Schuss nur noch. Und nee. Oh. Ja. Könnte man das Messer aufbessern? Das wäre gut gewesen. Boah, der braucht aber ewig mit dem Messer. Heftig. Okay, das ist machbar, aber auch irgendwie zermürbend. Ich stell mal hier ein bisschen Munition her. Arzneimittel brauche ich auch. Denke ich gerade. Okay. 60 Schuss reichen vorerst aus. Okay, machen wir weiter. So, die können auch durch Türen, wie wir gerade gesehen haben. Da ist eine Tür. Und, ah, von der anderen Seite verschlossen. Das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal hier. So, eine Karte vom diesem Gebäude. Konzertsaal. Ah, interessant. Gehen wir mal hoch. Ja, hier müsste man noch auf X drücken können. So, dann den Schlüssel habe ich nicht. Den kriegen wir bestimmt gleich. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Es ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Okay, das heißt, wir müssen den Lippenstift finden, weil das wahrscheinlich der Schlüssel zu irgendwas ist. Geil. Alter, wie das aussieht alles hier, ne? Mega, ich liebe es. Das ganze Design hier. Guck mal, man kann hier die Scheiben kaputt machen. Sehr geil. Das heißt, die müssten dann auch hier angreifbar werden, oder? Okay, ja. So ein Buch. Aber irgendwas steht da, oder? Genau. Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. 2 Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. 4 Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass, um die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie: Bella, Daniela und Cassandra. So sind die Töchter entstanden. Interessant.
So, da geht's runter. Dann gucke ich mir mal die andere Seite an. Das ist doch auf jeden Fall interessant. Scheiß die Wand an! Da steht der plötzlich wie so eine Statue, wie so eine Säule. Die lösen sich auch so cool auf. Was ist das? Kugel, Blume und Schwerter. Okay, also das war auch irgendwie ein Gerätschaft des Dukes, oder was? Hier gibt's noch mehr. So, was kann man mit der Kugel machen? Kann man sich die angucken? Man kann sich die auf jeden Fall angucken. Interessant. Einfach eine Kugel. So, zwei Engelsgesichter haben wir schon. Noch zwei Stück und dann geht's hier aus dem Schloss heraus. Wahrscheinlich werde ich dann gegen Mutter Dimitrescu kämpfen müssen. Habe ich einen Dietrich? Oh, neben mir steht schon einer. Ich habe einen Dietrich tatsächlich. Oh, ich fände das so geil, wenn sie einfach das Schadensmodell von Resident Evil 2 hätten. Im Remake. Ich finde das schade, dass sie das nicht mehr weiter verfolgt haben. Das fand ich nämlich mega, mega geil. Richtig gut gewesen. Ach, Scharfschützenmunition. Das heißt, dass ich hier jetzt bald Scharfschützengewehr kriegen müsste. Krass. Wobei Scharfschützengewehr hier in dem Spiel. Die sind ja okay, die sind langsam, aber Scharfschützengewehr? Weil bei Resident Evil 4 gab es auch ein Scharfschützengewehr. Es hat sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit Resident Evil 4. So. Also mehr als jeder andere Resident Evil Teil bisher. Und wie gesagt, ich finde das nicht verkehrt. Resident Evil 4 war mega geil. Ach, hier haben wir nochmal die Geschichte zu den drei Mädels. So, wissenschaftlicher Name. Gibt's keinen. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kadu Eier in seinem Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypodylium van der Planckii vergleichen. Was zur Hölle sind das denn für Begriffe, bitteschön? Ah, rostige Reste. Es gibt hier Schießpulver. Mega geil. So, dann untersuche ich mal das Klavier. Alter, ich kann keine Noten lesen. Ist jetzt ein Problem? Ich habe ein Problem. Ich kann keine Noten lesen. Fuck. Okay, das wird dann angezeigt. Warte. Okay. Auf jeden Fall, das ist das Erste. Okay. Nee. Ah, noch höher. Hey, das ist geil. Höher. So. Das ist geil. Das Rätsel haben die gut gemacht. Schön. Und jetzt? Yes, baby! So easy peasy. Kommt man hier weiter. Ist da was? Nein, ich hätte echt gedacht, da ist irgendwas hinter versteckt. Schade. Das sah so aus wie Zielscheiben. Okay, das habe ich intrigelt. Nicht da oben die Tür? Zimmermann. Muss ich nochmal überlegen. Oh, scheiß Dietrich! Mich an! Verdammt! Oh, so eine Scheiße. Wo kommt die denn plötzlich her? Warte mal. Da oben gab's doch. Ja, natürlich, da muss ich hin. Schmiede, eiserner Schlüssel. Verflucht! Oh, hier unten ist auch noch einer. Aber hier nach draußen geht die doch nicht, oder? Oh, doch! Die kommt nach draußen. Oh, holy moly. Bitikowski. Alter, fuck! Oh.
soll's denn hingehen? Ja, am besten weiter. Ja, Ah, diese ganzen Rennereien hier, Die sind plötzlich hier, aber sie ist auf jeden Fall nicht kälteempfindlich hier. Das ist eine eindeutige Geschichte. Boah, Heilung. Boah, rein da! Oh nein, ach komm schon. Ernsthaft? Endlich zu mir geführt. Irgendwann kommen sie alle. Ich werde durstig. Okay, die sind aber echt easy. Wie gemein! Du willst mich wirklich töten? Du bringst mich um! Natürlich bringe ich dich um. Wo ist sie denn jetzt? Nein. Warum tust du das? Scheiße. Ein Traum! Nur ein Traum! Scheiße. Boah, das Ding geht immer wieder zu. Warum tust du das? Ich will nicht. Oh, ja, geil, geschafft. Die dritte getötet. Weg mit dir. Ich Käfer satt hab. Geil. Okay, drei Stück haben wir. Blindenmunition. Okay, das ist. Die Bosse sind echt easy, Alter. Das hätte ich echt mehr von erwartet. Ist auf jeden Fall noch einiges. Munition. Ist hier sonst nichts? Muss doch noch irgendwas sein, ey. Ah, guck mal. Restmunition. Noch was? Nix. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. So, wo geht's denn hier weiter? Nach rechts. Da, wo die Tür mit den Käfern versteckt war. Ist auch schade, dass man hier die Vorhänge nicht aufziehen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ja auch noch was sein könnte. Aber hier scheint es noch irgendwas zu geben. Ist ja gar nicht da. Jetzt? Jetzt! Mein Gott. So, ich habe all ihre Töchter getötet. Mal gucken, wie die darauf reagiert. Wegen einer war sie ja schon sauer. Ja, aber alle auf dieselbe Art eigentlich, ne? Guck mal, hier kann man die Tür öffnen. Entriegelt. Hier ist die dritte Maske. Was ist denn hier für eine Kammer? Ein Ofen. Wow. Atelier, da kann man auch was machen. Nimm mal hier erstmal die Maske. Hier war ich schon, genau. Okay, dann gucken wir uns mal das Atelier an. Hier ist bestimmt die vierte Maske. Wow, hier geht's hoch. Hoch? Warum? Okay. Oh, ich muss mal hier nachladen. Hab ich gerade gesehen. Okay, lass die fünf Glocken erklingen. Haben wir hier fünf Glocken? Okay. Knappschildkröte. Hier ist eine Glocke. Eins. Da ist eine Glocke. Zwei. Ah. Jetzt muss ich hier Glocken suchen. Der Glöckner von Schloss Dimitrescu hier. Hey, wo könnte denn noch eine sein? Ist da oben eine? Da oben ist doch eine. Zack. Okay, drei habe ich. Fünf Glocken. Ecofunny. Dann hier noch eine.
Da ist ein. Da schwingt eine mit. Alter, okay. So, da sind vier. Wo ist die fünfte? Da! Nee, schade. Ich dachte schon. Aber hier kann ich schon mal hin, irgendwie. Warum auch immer. Okay, hier gibt's gar nichts. Okay, eins. Scheiße, wo ist die fünfte Glocke? So, eins, zwei, drei, vier. Jetzt noch die fünfte. Wo könnte die fünfte sein? Fuck. Geh nochmal hier hoch. Vielleicht sieht man die von hier oben irgendwo. Warum nicht? Ist ja gar nicht. Wo könnte die fünfte Glocke sein? Die Glocke habe ich, die schwingende. Ist aber keine, ne? Ne. Alter, das gibt's nicht. Hänge ich hier, weil ich die fünfte Glocke nicht finde? Hier unten ist sie auch nicht. Scheiße! Wo ist die fünfte Glocke? Ich glaub's nicht. Kann doch nicht sein. Die ist hier irgendwo auf jeden Fall in dem Raum. Die muss hier in dem Raum sein. Das geht gar nicht anders. Wo ist sie? Ich kann nicht was. Ne, das ist eine zerbrochene Vase. Scheiße. Okay, die fünfte Glocke, die fünfte Glocke. Jetzt bestimmt gleich so ein Aha-Moment. Guck mir das nochmal an. Da ist nur die eine, ne? Schwingt da rum. Ist auch kein Hinweis darauf. Gibt's auch gar nicht. Wo ist die scheiß fünfte Glocke? Kann doch nicht sein. Hier ist sie auch nicht, ne? In der Vitrine irgendwie verbaut. Hier auch nicht. Runter auch nicht. Alter, das gibt's nicht. Gut. Ich wette mit euch, das Bild hier geht gleich auf, wenn ich die fünfte Glocke finde. Wollte ich sie überhaupt finden? Wow, 37 Minuten, merke ich gerade. Ich bin hier voll über der Zeit. Ja, scheiße, sorry. Ich habe voll die Zeit vergessen. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für eure Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder, denn dann löse ich auf jeden Fall dieses Rätsel. Diese fünfte blöde Glocke finde ich auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Macht's gut, Leute. Ciao.